Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist mal wieder Zeit für mich, McSnake, zu zocken. Und das will ich gerne machen, und zwar mit euch, und zwar Bastion. Wir setzen einfach mal fort, würde ich sagen, nicht wahr, nicht? Suche das Waffenlager in bestimmten Gegenden. That lead cuts straight to the heart of things, don't it? So, wollen wir doch mal schauen, was wir alles machen können. Mit Zia sprechen. Finding gourmet ingredients ain't easy these days, but we'll take what we can get. Klar, weil ohne das, was man hat, kann man auch nichts machen, wa? So, aber sie hat auch noch was zu sagen. Erzähl was über die versiegelte Nachricht. The note says it plain. Zia, go east to learn the truth about the calamity and our people. I'll be waiting. Sincerely, Zulf. Das ist ja mysteriös, möchte man fast sagen. Mysteriös. Was hat denn Rux dazu zu sagen? Zulf's messenger was one of his people. Wonder just how many of them survived and what exactly Zulf told them. Genau, wo wir die letzten Überlebenden sind, lass uns doch noch einen kleinen Krieg anzetteln. Ich guck erstmal ins Waffenlager. Was haben wir denn hier Schönes? Hier nix. In Armeekarabiner. Ja, ach. Ich weiß ja nicht. Ich bin zwar altmodisch irgendwie, aber die Duellpistolen waren, glaube ich, ganz gut. Und Kriegsmaterial ist auch gut. Geschwindigkeit ist mal alles. So. Na, kein dummer Kommentar über die Wahl meiner Waffen. Schauen wir nochmal, was die Schmiede zu bieten hat. Ich kann etwas Grobes für die Musketen nehmen. Aufwertung für Armeekarabiner. Da können wir noch nichts machen. Gut, wir werten das mal auf. Einfach weil wir es können. You want to tune a scrap musket, you start with the barrel. Ja, hervorragend. Und Kugeln verursachen Rückstoß. That's the way to make every shot count. Jo, sehe ich genauso. Guten! Stille brauchen wir nicht, den ganzen Rest haben wir auch schon. Ach, jetzt habe ich hier unten so einen kleinen Briefkasten-Dings hier, wa? Nix drin. Hab ein Glück. Looten. Was muss ich eigentlich machen? Ach, ich benutze... Gut, wenn das Spiel einen darauf hinweist. Ich benutze das natürlich am Monument. It ain't too late to unlock the potential of this place. Okay. Ja, richtig, damit kann ich jetzt die Dinger aufwerten. Werten wir doch die Distille auf. Just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Schauen wir mal rein. Sehr gut. Fetching fizz is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. Jo, dann aber. The shards are getting harder to find. Aber ein Splitter in Coldfort Castle. Und dann mal hin da. Nach Coldfort Castle. Coldfort Castle. Not everything blew up in the calamity. Richtig, ein hässlicher Haufen Stein. Why Coldfort Cauldron here blew up way ahead of its time. Coldfort Castle sieht total heimelig aus. Hübscher Ort. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. Die Viechis, die kenne ich doch jetzt schon. Das, die halten einfach an, wenn man auf sie zugeht.
Komm und lad schon nach. So schnell schießen, da muss man noch nachladen können. Also schnell jetzt. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Deswegen haben sie explodierende Blumen. Das ist eigentlich Quatsch. Best to keep out of the cauldron. Was hab ich denn jetzt gemacht? Bin runtergefallen. Uah. Was ist denn nun? Das gibt's doch nicht. Mann. Das ist einfach ätzend. Ätzend, sage ich. Und meine es genau so. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. Whatever. Wir werden das Spiel jetzt einfach langsam spielen. So. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Ein Blasebalg. Ich möchte ihn haben. That learning led to some interesting inventions. The raw power of the world fell right into our hands. Ich habe einen Flammenwerfer. Ich werde ihn benutzen, wie es so schön heißt. Und damit tatsächlich herrlich alles wegbrennen. Noch mehr Dinge kaputt machen, sehr schön. Dieses Spiel, das gefällt mir immer mehr. Nicht nur wegen seines schönen Grafikstils, seiner hübschen Musik. Playing with the cauldron's fires became an addiction. Nicht nur wegen der Grafik, schönen Musik oder der einfühlsamen Geschichte, nein, auch weil man alles kaputt machen kann. So, jetzt ist hier hinten noch was hochgekommen. Da habe ich etwas Schweres auf. Nein, auf gar keinen Fall. Was jetzt natürlich etwas ärgerlich ist, ist, dass ich mein Schwert dafür eingebüßt habe. Sure, we dusted off a good many secrets out here. We discovered other things better off not knowing. The unforgiven scent of sulfurous dirt. Das ist ja auch ein bisschen unfair gewesen jetzt. Ich habe etwas sehr Effektives gegen Pflanzen gefunden. Einen Blasebalg. Aha. Dem kann niemand so richtig widerstehen. Jetzt die ganze Sache auch noch geschickt einsetzt und kombiniert. Auszuhalten. You can cook those things, but you can't eat them. Ah, habe ich jetzt die Möglichkeit, durch die Verteidigung dieser Pflanzen durchzukommen? The cauldron cooked them through. Ach, na gut, dann fangen wir nochmal von vorne an. Hier one thing's worse than the heat in Colford Cauldron. The smell. Like rat ja, 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 ja. Komm, los geht's jetzt hier. Keine Zeit für Blödsinn. The cauldron boiled over some 300 years ago. They say it filled the skies with ash, the lakes all rot.
If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Whatever. Was clever ist, den großen Pflanzen anzulegen. Ich denke schon. Mit irgendwem anzulegen ist immer clever. Total clever. So in a way, the beasts and the wilds, they're all survivors too. Eigentlich dauert mir das zu lange. Will ich einfach mal versuchen, hier durchzurennen. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. As for us, we learned an awful lot from Colfort Cauldron. Ja. That learning led to some interesting inventions. Das ist nämlich, es ist hier. The power of the world fell right into our hands. So, komm Onkel, lass dich auch braten. Ja, sehr schön. Und die kann man nämlich jetzt brutzeln, während sie geschlossen sind. Sehr angenehm, sehr angenehm, muss ich sagen. So, und den brutzeln wir jetzt auch nochmal. Geputzelt. Sehr schön. Nur die Nachladezeiten sind hier auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ätzend. Playing with the cauldron's fires became an addiction. Hm? Da kann man jetzt alles wegrocken hier, wa? Der Hammer. Da liegen Pflanzenreste. Muss einem noch einer sagen. Wie soll man denn da sonst drauf kommen? Nein! Aha. Mal bitte Pflanzen grillen für Anfänger. Ja, ja, ja. Can't fault our people for their natural curiosity now, can you? Nein, nein, kann man natürlich nicht. Nur wenn sie dabei dauernd draufgehen, ist das natürlich doppelt ätzend. So. Also auch nochmal zu dir. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Ja, ja. But we discovered other things while better off not knowing. Whatever. Ich möchte nur aus diesem Ding hier raus. Taste the air so hot it sticks to your lungs. Ugh. Es wird schon irgendwie auch ziemlich anspruchsvoll mittlerweile, habe ich das Gefühl. Also hier geht man nicht mehr einfach so durch. Nee, gar keinen Fall. So. Jetzt ist ja das letzte Mal zerrissen.
So. You can cook those things, but you can't eat them. Mann. So. Wenn man denkt, man hätte es gerade geschafft, wird man eines Besseren belehrt. Was ist denn? Wie kann es? Never thought we'd find so much life in all that ash. Ja, nie. Ist total erschreckend. Total. Da unten ist noch ein Shop. Ich bin da bloß mal hin. Ah. Hatte ich doch richtig ein Gefühl, dass ich mich hier einfach durchbrennen muss. Halt! Gib mir das! Ich will das! Nee, das traue ich mich nicht. We kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. Möchte ich jetzt meine Dings tauschen? Ich weiß es doch nicht. Eigentlich ist der Feuerwerk ja doch ganz cool. Muss nur die Duellpistolen. Ach, ich versuche das jetzt in der Pistole zu schaffen. Müsste möglich sein. So. The more ash we swept aside, the more light we found. Ja, meine Waffe gegen diese Dingsies, auch wenn sie geschlossen sind, ist das angenehm oder was? Places inhospitable as they come. Das ist jetzt natürlich eher unangenehm hier. But still we pressed on. Ja, zu blöden Viechern. Aber noch in jedem zumindest was von diesen Diamantshards. Das ist ja immerhin schon mal ganz gut zu wissen. So. Ich habe jetzt aber nicht irgendwie Bock hier ewig zuzugucken, deswegen versuche ich das jetzt auch mal schnell zu beenden hier. After all, when we look down inside Colford Cauldron. Ja. Das war, als wir da hinein verpflichten. Da gab sich eine neue hässliche Pflanzenspezies, die es umzupogen galt. Man kann sie aber kochen. Look down through all the smoke and flames. We saw it there, the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen kleinen grünen Viechern, die hier gleich dann aufstehen werden. Wenn sie das immer tun, wenn man es nicht brauchen kann. Spätestens jedenfalls, wenn ich den Splitter aufnehme. We had to have it. Oh. Oh. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Charleston Bar. Ja, danke auch. Aber ich habe zum Glück einen Flammenwerfer. Einen hocheffektiven welchen. Auf an. Kid's thinking he's gotta trek all the way back around the cauldron. Echt? Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Total super. Sure, it ain't the most convenient path. Nee. Weil nämlich auch eine blöde Pflanze steht. Streng genommen mehr als eine blöde Pflanze. Schnell! Boah! Das gibt's doch nicht! Eieieiei!
Das ist ja hier hart verdientes Geld. Ja, das war jetzt blöd, aber gut. Das jetzt erwischt, ja? Sehr gut. Oh ja, eine Luftbrücke. Oh nein. Biggest stink guy he's ever seen is waiting for him on the other side. Aber immerhin. Well, it ain't polite to stare. Ja, nee, ist es auch nicht. Aber was auch total höflich wäre, wäre übermitteln von einem paar Heiltränken. No? Heiltränke? Anyone? Hallo? Heiltränke? Könnte ich vielleicht ein paar Heiltränke bekommen? Das kann doch nicht so schwer sein. Bitte? And where there's one stink eye, there's always more. Ja, hier den. Ich gerne. Danke. Cauldron's tenants all gather up to bid the kid a farm. Was? Warum, wo bin ich denn da jetzt runtergefallen? Das ist doch nicht nett. Kid don't shed any tears for him, though. Nein. Tut Kid nicht. Gibt's nämlich ein hartherziges Dings von einem Bums. Hä? Hat's irgendeinen Sinn? Nein. Das ist natürlich nicht. So stelle ich mir das. Nein, so stelle ich mir das nicht vor. So. Jetzt sind wir hier langsam mal gut, wa? Blödes Ding. Mann. Keine Halttränke. Und so gut wie tot. Spyglass, you can still see the cauldron from the city. Oh, das ist eigentlich mal Glück. Skyway. Zack. But all the fires died out. There's nothing left of it. Versuche die Mission an der Gedenkstätte da abzuschließen. He comes back looking like the inside of a chimney. Mhm, er fühlt sich auch so. So, das war eine hervorragend unerfolgreiche Runde. Ruß kratzen und komische Sachen angucken. Ich verspreche zum nächsten Mal Besserung. Und bis dann, spielt viel, spielt schön. Tschüss.